Einen wunderschönen Leute und willkommen zu einem neuen Teil vom E61. Ja, ihr seht, angemeldet. Ne? Habe ich ja auch schon im letzten Video, glaube ich, gesagt, dass wir das mit dem Panoramadach gemacht haben. Übrigens, coole Kommentare von dem Video, wo wir es vorgestellt haben, das Auto. Weil wir sind jetzt, ich bin gerade noch einen weiter vorne. Also das Video zum Panoramadach ist noch nicht live. Und ja, zwischendurch ist auch Björn übrigens hier. Er macht das Auto von seiner Frau. Ja? Und ich bin hier dran. Ja. Wir machen heute das schlimmste Problem an dem Auto. Und ich zeige euch mal was. Das wusste ich. Simmering vorne. Ja, hat der Verkäufer mir auch gesagt gehabt. Guck mal hier. Die Abdeckung stand seit gestern Abend da. Guckt mal auf den Boden. Ich habe da jetzt Kassenschrei drüber gemacht, ne? Dass das halt nicht mehr weiter rausläuft. Aber ja, der ist am Siffen. Und der ist richtig am Siffen. Wir werden ihn jetzt hoch machen. Ich habe schon alles bekommen. Ich habe einen neuen Simmering, wo auch immer ich ihn hingelegt habe. Und zur Not, das werden wir nicht verbauen, wenn es nicht sein muss, da ich euch ganz ehrlich. Schwingungsdämpfer vorne, sowie neue Schrauben. Wenn es nicht sein muss, werde ich das nicht verbauen. Ich habe das nur gekauft aus Sicherheitsgründen, wenn wir nämlich jetzt einen Simmering machen und ich sehe, dass das Ding Schrott ist, kann ich es direkt tauschen. Die Dinger sind schweineteuer. Ich habe jetzt bei ATP eins bestellt, das ist von ATP, da war es ein Satz, war jetzt Conti Schrauben dabei, keine Ahnung warum. Hat 140 Euro gekostet, Karton steht da. Ja, ich sag euch, ich schreibe euch einen Link rein, wenn ihr das kaufen wollt. Und wenn es nicht kaputt ist, tausche ich das nicht, ganz ehrlich nicht. Da kann ich mir lieber das Geld sparen, vielleicht irgendwann ein gutes kaufen oder sowas. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Ich glaube nicht, der Originale war über 300 von BMW, by the way. Ne? Nur so zur Info. Ja, der Dichtring ist hier, also Wellendichtring bzw. Simmering. Ja, mit Einbauhilfe von Weico habe ich den gekauft. Ich weiß nicht, ob irgendwo hier Weico draufsteht, aber der ist von Weico. Ja, habe ich extra gekauft. Damit wir den drauf bekommen, ist es nochmal Tierhilfe. Das steckt ihr über die Kurbelwelle. Und dann braucht ihr nur quasi drauf drücken. So, und dann geht das schon von alleine quasi da drauf. Ist richtig cool. Haben wir beim Seat, glaube ich, auch gemacht damals, meine ich. Ja. Und jetzt mache ich das Auto hoch. Guckt euch an. Katastrophe. Da seht ihr das Übel. Es läuft hier runter. Ja. Und geht auch nach hinten. Das ist wirklich schlimm, wie das Öl da rausläuft. Deswegen, ach scheiße, wir müssen den Riemen abmachen, ne? Ach, der Klimariemen, das ist ja so ein, ah, das ist so ein doofer Klimariemen, der hat keine Spannrolle. Ah. Scheiße. Ja, ich wurde müssen wir halt durch. Ne? Ja, da muss jetzt mal der Riemen runter. Wenn wir Glück haben, ich gehe davon aus, beim Firma ist das tatsächlich so, dass wir hier genug Luft haben, um den loszuschrauben. Im schlimmsten Fall muss die Zarge raus. Die Lüfterzarge. Aber das ist auch nicht so schlimm, glaube ich, bei dem. Ich muss noch ein bisschen aufbauen. Also zumindest die Zarge. Wir haben gerade mit Mühe und Not den Riemen runterbekommen. Aber man schafft da nicht zu schrauben. Also das, in keinem Fall wird das so funktionieren. Deswegen haben wir den Kühler raus. Oh, das ist zu hoch. Machen wir die Bahn. Diese Prollos, ne? Guck mal, diese Prollos, ne? Bitte? Immer diese Prolos, Junge. Ja. 3 BMW. 3 BMW. Okay, wie ist der Fest hier? Ich muss kurz gucken, wie die Zarge fest ist. Ich glaube, ich muss den Kühler losschrauben. Also das sind hier diese Dinger, glaube ich. Muss ich jetzt wirklich das abbauen hier? Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, ne? Das Ding kann man abbauen. Das ist doch nur die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, hier mal Schlagschraube. Ja, super. Ja. Alle ab, ne? Oh ja. Hey, es ging einfach, was ich dachte. Ah, guck an. Hier sind die Züge. Ist das ein Quick Disconnect hier? Ich hoffe nicht. So passt das. Alles rein. Okay, jetzt kommen wir noch hier in den Kühler ran. Die ist hier oben verschraubt. Da.
Und da, glaube ich. Und hier. Okay, doch gar nicht so schwer. Und besser? Ja. Weil die Schrauben sind hier. Jetzt ziehen wir das. Ich zieh gar nicht. So. Und jetzt kann der raus. Dann nehmen wir davor. Ach, guck mal, das ging jetzt tatsächlich. Oha. Ich präsentiere. Das war die Ölverteilermaschine. Korrekt. Junge, Junge. Ist dreckig? Boah, so ein Gerät bin ich. Ja, es geht aber noch. Ja, gut, ich hab schon mal. Ich hab schon Schlimmeres gesehen, wollte ich gerade sagen. Aber sauber ist ja auch nicht. Ne? Nee. Fühl mal allein der Riemen. Ja, der, nein. Wie der sich anfühlt. Fühl mal. Mach mal. Ich weiß, ich hab da hinten. Fühl mal so. Ja, der ist schön flabberig. Der fühlt sich nicht gut an, ne? Ja. Ich glaube, ich muss einen neuen bestellen. Aber fürs Erste wird er reichen. So, würdest du behaupten, wir kommen damit rein? Ja, könnte. Könnte hinkommen, ne? Ja. Glaubt dem nix. Oh, sicher, glaubt mir alles, was ich sage. Glaubt dem nix. So, Leute, Test. Oh ja. Das könnte hinhauen. Ist enough space. Ist enough space, ja. Well, I go ahead. Das wäre auch ziemlich einfach, wenn wir das jetzt wirklich von hier oben machen können. Ganz einfach. Wäre voll easy. So. Nimm ich genau drauf, sonst sieht man nämlich nichts. Jetzt könnt ihr. Oh ja, ihr könnt was sehen tatsächlich. Nice. Das ist halt wirklich doof zu filmen, Leute. Aber wir versuchen es mal. Jetzt ist nichts mehr. Ich nehme meine Hand auch weg. Nee, ich brauche auch so nicht sehen durch. Wenn ich da auch drauf komme. Ja. Die ging los. Okay. Die auch. Die waren nicht sehr fest. Ah. Warte, ich mach mal die raus, die schon lose sind. Ich weiß noch nicht, warum BMW das macht. Also warum die jetzt nicht so fest waren. Beziehungsweise warum sind die von dieser Zentralschraube auf die 4 umgesprungen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ne? Vier. So, nochmal drei. Tschüss. Ja. Das war jetzt einfacher, als ich dachte. Ich habe schon gesehen, dass das Ding sich bewegt hat. Also, 4 Schrauben raus. Achtung. Ich hoffe, ihr könnt jetzt das sehen. Das Ding ist schwer, ne? Oh ja, es ist schwer. Gut, dass wir immer mit Sicherheitsschuhen arbeiten. Ja, wobei das halt gar keinen Unterschied gemacht hat jetzt. So, dann zeig mal da unten. Ich glaube, das ist, kommt daher, ne? So, guckt mal da. Da haben wir den Simmerring. Und das sieht sehr stark nach unserem Problem aus, ne? Weil wenn ihr mal drumherum guckt, da ist sehr viel Schmodder. Was sagst du? Erwischt dich daran? Ja, ich würde sagen, da kommt's her. Ich habe jetzt eher gedacht, dass es wirklich vielleicht von irgendwas anderes drauf tropft oder so. Ja. Aber scheinbar ist es ja doch da. Ja, würde ich jetzt auch mal so machen. Bist du übrigens fertig? Ich habe eben gezeigt, dass du noch arbeitest. Ja, ich bin fertig. Ja, fertig? Ja. Fertig mit der Welt? Ich bin fertig mit der Welt. Kannst du ja mal kurz erläutern, was das Problem war? Da ist das Verbindungswort zwischen Endschalldämpfer und Abgasstrang durchgerastet. Cut, Endschalldämpfer, dazwischen. Ja, genau. Ja. Das Verbindungsrohr halt hinter der Achse. Das ist Rohrverbinder. Ja. Rohrverbinder ist durchgebrochen, also durchgerastet. Ja. Dann hast du bei den netten Leuten mit den 3 Buchstaben eingekauft. Ja. Weil es halt einfach um die Ecke ist, es schnell ging, bin ich da hingefahren und hab da so einen Rohrverbinder gekauft. Und das ging nicht gut aus. Ja, der war etwas Käse. Ja. Etwas Käse. Mit Nachbearbeitung von uns. Mit Nachbearbeitung von uns ist er jetzt einigermaßen dicht. Vielleicht setzt er sich noch ein bisschen zu, da er dann komplett dicht ist. Und wenn nicht, der hat noch ein Jahr TÜV, dann wird halt zum TÜV halt alles neu gemacht. Falls jemand den kaufen will, sag Bescheid. Baujahr? Boah, 96, glaube ich. Okay. 96, ja. 1,6er, ne? 1,6er, ja. Ja, wenn jemand einen guten Kompakt haben will, sag Bescheid. Kein Rost, ne? Nein, also wirklich. Nur Rost. Also, pff.
Null Rost. Ja, wenn ihr, ne? Wisst ihr Bescheid. Und frische neue Blinkkarte bin ich eingebaut. Ja, aber es ist wirklich der erste, den ich so sehe, der wirklich vom Rost ist. Was kompakt angeht, auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay, lass mal sauber machen hier. Jupp. Dann geht's weiter. Oh ja, das glaube ich. Guck mal, das nehmen wir jetzt auch da. Ja, das geht ganz gut, glaube ich. Alles muss schön hier fein machen. Ja, so das mal ein bisschen mehr ein. Ich will mal nicht so wenig davon nehmen. Hier ist Bremsreiniger übrigens. Meine Maschine dafür. Ich habe so ein komisches Druckluftsystem gekauft. Ist kaputt. Alle Pumpflaschen von Liqui Moly und den ganzen Kram, alle kaputt. Das machen wir übrigens, bevor wir den Silberring rausnehmen. Schön sauber. Ja, das sieht sehr gut aus. Das machst du sehr gut, Björn. Ich bin auch begeistert. Boah, das sieht wirklich gut aus, ey. Und jetzt dann noch mit Tüchern rum, dann sieht das wieder fresh aus. Jo. Ich hoffe, das ist daher, das muss daher kommen. Das sieht so zentral aus, ne? Und es war wirklich extrem, Leute. Also wir sind gefahren mit dem Auto. Das hat gequalmt, ne? Ja. So schlimm war das. Da kam so viel Öl raus. Guckt mal, wie schön sauber wir das bekommen haben. Das sieht echt gut aus. Ja. Also so kann man jetzt echt gut sehen, ob dann da nochmal was rausrollen sollte oder nicht. Das ist auch wichtig, Leute, dass ihr das dann sauber macht. Dass ihr seht, wenn jetzt irgendwo drumherum noch was rauskommt oder so, dass ihr halt seht, wo es herkommt. Ja, dann werden wir jetzt mehr oder weniger den Silberring versuchen, da rauszuholen. Ne? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, beziehungsweise zwei, die ich kenne. Nummer eins wären solche Haken hier. Na, ich habe hier so ein paar Stück jetzt mitgebracht. Das sind dann verschiedene. Ne? Dann haben wir noch Schraubendreher, logischerweise. Ja, wir versuchen das jetzt mal mit den Haken. Wenn er wirklich so kaputt ist, wie er kaputt ist, sollte er easy rausgehen eigentlich. Boah, schauen wir mal. Ja, wenn nicht, gibt noch eine andere Methode. Und zwar sind das, man nimmt nämlich zwei Spackschrauben einfach. Und schraubt die in den, kann ich mir hier zeigen, komm mal her. Nehmen wir den neuen einfach, dann zeige ich das nochmal. Quasi, wenn das jetzt so drin eingebaut ist, dann wird man das quasi genau so hier reinschrauben. Dass das sich durch, warte, man sieht jetzt, ja. Da reinschrauben in die Kanten. So, also auf der Linie einfach irgendwo. Hier sind so Nuten, ne? Mhm. Einfach da reinschrauben und dann könnt ihr die einfach quasi rausziehen. Mit Gefüll. Mit Gefüll. Solltet ihr mit Gefüll machen, sonst. Ja, wobei der alte raus war, das ist eigentlich scheißegal, der kann ja auch in 1000 Teilen rauskommen. Ja, gut. Komm. Ich versuche mal den hier. Na? Kann man schon? Nee. Oh! Das solltet ihr nicht tun, das tut weh. Bitte aufpassen, dass es nicht abrutscht. Oh! Ich habe vorher den Kühler gehabt. Ja. Ja, also es scheint nicht so einfach zu gehen. So wie gesagt, normalerweise gehen die ziemlich easy raus. Aber das Problem ist halt auch, dass ich so ein kleines Werkzeug habe. Die gibt es auch größer. Kannst du nicht so mit zwei gleichzeitig? Ja, das habe ich jetzt auch überlegt. Ich werde vielleicht aber einfach den Schraubendreher als Hilfe nehmen, also als Hebelhilfe. Und gucken, ob ich das so ein bisschen da weggehebelt kriege. Oh, ich bin durch. Auf jeden Fall, der ist kaputt. Ja, da kommt er. Ja. Da kommt er. Oh mein Gott, ist der durch. Ja, da. Oh, das war aber einfacher, als ich dachte jetzt. Also ich habe jetzt gerade erst gedacht, der wird richtig schwer, aber sobald er sich einmal bewegt hat, war vorbei. Da ist er. Ja, das war er. Der ist kaputt. Ja, lass uns immer beobachten. So. Alt. Neu. Ich will ihn jetzt nicht runternehmen hier vorne, logischerweise, Leute. Das ist eine Einbauhilfe, zeige ich euch gleich. Ziemlich geil damit. No. Also sie sehen identisch aus. Ich habe so das Gefühl, dass der ein bisschen dünner ist. Ich habe gerade geguckt wie eine Nummer, aber man kann nichts erkennen, außer halt die Größe, aber die stimmt auf den beiden. Oder der ist halt einfach uralt, weil der sieht auch sehr verbrannt aus hier. Weil guck mal hier, das ist Metall. Mhm. Und guck mal. Er hat auch keine Riefen mehr hier, sondern hier. Hörst du? Ja. Ja, kann man nicht hören, glaube ich. Nee, auf der Kamera. Ja, aber man sieht es, glaube ich, ne, dass die sehr blank sind hier. Ja. Ja. Ich hoffe, das war unser Problem. Das heißt, jetzt machen wir das sauber und dann reinmachen, oder? Machen wir. Ab dafür. Wo ist hier Tücher? Tücher. Silikonspray.
Ich glaube, ich habe die kaputt gemacht. Vielleicht ein wenig. Jetzt geht sie wieder. Ah. Dann weiß ich ja, wo ich es gekauft habe, ne? So. Gucken wir mal, ob unsere Einbauhilfe hier auch... Oh ja, das ist perfekt. Gucken. Normalerweise geht das so. Ich hoffe, dass ihr was erkennen könnt. Ja, gerade nicht so viel, aber... Das ist seinen zarten Händchen da geschuldet. Ja, ich glaube, das sind auch meine zarten Händchen schuld. So. Das Problem ist, wir sind jetzt drin, aber nicht ganz. Das heißt, wir holen uns jetzt Hilfe. Bleibt kurz hier, eine Sekunde. Ah, guck mal. Ich sehe halt unten nicht. Deswegen einfach rumherum massieren. Oh, das ist ein echt dummer Winkel. Aber ich glaube, ich habe verstanden. So, jetzt können wir auch ein bisschen wieder sehen hier. Ja, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus eigentlich. Ich muss noch ein, zwei Mal rumgehen, glaube ich, damit es da ganz drauf ist. Aber es müsste schon ziemlich nah an perfekt sein. Also wenn ihr jetzt ganz vorsichtig macht, geht das halt auch damit. Wenn ihr einen kleineren Simmering habt, sagen wir mal, der so groß ist wie zum Beispiel eine 20er Nuss, dann könnt ihr natürlich auch eine Nuss nehmen und gerade draufhauen. In dem Fall sollte das auch so gehen. Zack. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. Würdest du das als falsch eingebaut sehen? Nö. Also ich würde das als ziemlich gut eingebaut sehen. Ja. Ich sehe jetzt keine großen Kanten. Das sitzt schön drin. Ich meine, der war auch so am Sitzen, ne? Ja. Ich glaube schon. Sehr geil. Ja. Ich mache mir jetzt nochmal ein Foto von unten, dass ich also gerade drauf, dass ich sehen kann, ob er irgendwo nicht richtig sitzt. Aber im Normalfall sieht schon ganz gut aus und funktioniert auch eigentlich immer so. Ist natürlich keine Fachwerkstatt-Vorgehensweise, ne? Das sollte gleich klar sein. Ne? Das ist so, wie ich das mache, ganz einfach. So, Leute, unser Björn war wieder fleißig. Oh, ich kann es gar nicht zeigen hier von hier unten. Also es ist komplett sauber, Leute. Wir haben hier tatsächlich ein bisschen sauber gemacht, auch hier unten. Hat der Björn sauber gemacht. Also man sieht es jetzt tatsächlich nicht so sehr, aber es ist halt wirklich sauber. Im Gegensatz zu vorher, es war halt Katastrophe. Aber man sieht halt, es kam halt definitiv von da. Freut mich ein wenig. Ja, jetzt kann da unsere Riemenscheibe rein. Wir haben die mal begutachtet. Die alte ist auch neu. Die ist anscheinend noch schon mal neu gekommen. Ist auch von Conti. Und was mich gewundert hat, ist, dass die hier keine Einkerbung haben. Ne? Nehmen wir immer so ein Key, nennt sich das ja, ne? so ein Keyway oder so, nennt sich das. Das haben die nicht, das hat die nicht. Aber in der Kurbelwelle habe ich einen gefunden. Das ist nämlich ganz oben in der Ecke hier. Das seht ihr jetzt tatsächlich leider nicht, tut mir leid. Aber das ganz oben in der Ecke ist einer. Jetzt habe ich mich gefragt, hey, muss das nicht eigentlich auf der Kurbelwelle auch sein? Also auf der Riemenscheibe, aber ist nicht. Keine Ahnung. Auf beiden nicht, also der ist auch nicht übrigens, ne? Deswegen, ja, wir machen die wieder rein. Ich muss mir jetzt mal kurz die Drehmomente raussuchen. Ich hoffe, dass ich das überhaupt hinkriege, den festzuhalten irgendwie. Ach stimmt, wir haben Automatik, das könnte das sogar gehen. Man kann unten das Schwungrad festhalten, also den Zahnkranz hinten am... Ja, es ist ja kein Schwungrad. Ihr wisst, was ich meine, da wo hier Automatikgetriebe dran geschraubt wird. So, wir haben einen Fügemoment von 40 Newtonmeter. Und dann das Ganze 120 Grad überdrehen. Das mit 120 Grad wird ein bisschen tricky, aber wir gucken erstmal, dass wir die 40 hinkriegen. 40 Millimeter sollte jetzt nicht das Problem sein. So, 3, 32. 40. Über Kreuz, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, es fühlt sich so an, als wenn die genauso fest waren, wie die durchgeschraubt haben. Okay.
Ihr seht es nicht, aber ihr hört es, ne? Bei dir piept es wohl. Bei mir piept es wohl. So. Soll ich die direkt tun? Direkt die, so. Okay, ab hier. Bis wohin? Einmal hier quasi sehr wahrscheinlich, ne? Da theoretisch ein Drittel. 180. Ja. Ist ein Drittel, ist genau ein Drittel sogar. 120, 240, 63, ja. So ein Drittel Umdrehung. Wir haben wirklich, ich kann das nicht genau messen jetzt hier, ne? Weil wir müssen. Quasi von hier bis da. Genau, ja. Richtig. Ja. Hast du? Einmal den Schwert mehr machen. Boah, Junge! Boah, willst du wissen, wie viel es war? Deine 80 waren gar nicht so weit weg. Na komm. Das war, merkt ihr, den unteren habe ich gemacht, der so steht, nach unten. Jetzt der obere. Ready? Warte. Ja, noch einen Klack kriege ich nicht hin. Nein. Boah. Da müsste passen, ne? Jupp. Boah, Junge. Boah. Komm, einen noch. Alter! Oh. He-Man! So, jetzt Riemen drauf, ne? Hat nicht gehalten. Wie ihr seht, der Bionny Boy baut jetzt die Kühlerzange ein. Nee, hier ist ein bisschen schon. Unten. Das sieht besser aus, jawohl. Das war aber tatsächlich einfacher, als ich dachte. Ja, das kommt so rüber, ist schon richtig. Okay. Genau. Nee, hier ist nicht. Warte, nicht runterdrücken, bevor du nicht hier zusammen hast. Komm mal her. Das muss da drüber. Hier. Aber. Ganz leicht mit, ich habe auch mal gleich gemacht. Das hier ist Plastik. Ja, schließt genug. So, dann kann der hier wieder drauf. So, jetzt kann eigentlich das Ding oben wieder drauf, oder? Ja. War jetzt gar nicht so schwierig. Ja, irgendwie nicht. Nee. Das ist nicht die schnelle Nummer. Warte, hier irgendwas stimmt hier nicht. Ja, dann müsst ihr runter. Ja, hier runter. Ja, das sieht schon besser aus. Das ist jetzt nicht die schnellste Nummer, aber dafür eine umsetzbare. Ich sag mal, das war jetzt relativ, du musst ein bisschen was drumherum abbauen, ja. Aber das ist relativ angenehm. Ja, doch. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, dass da genau die Haken für die Haube reingehen. Ja. Dass das jetzt wirklich genau. Oh ja. Oh. Mhm. Okay. Das Spielchen können wir, ja. Aber ich finde es cool gelöst, wie gesagt, bei E6 und sowas. Cool, ja. Aber gut, das ist halt Entwicklungszeit hinter, ne? Ja. Ich mache die mal so tief, dass du kurz vor Anschlag, da siehst du, dass die da irgendwo. Also ich würde behaupten, bei mir sieht es ziemlich geil aus. Bei mir sieht es auch ziemlich gut aus. Erst war der schief. Die oberen zwei gehen schon an. Ja,
Dann würde ich sagen, easy, ne? Jo. Easy peasy. We're running up there. Ja, jetzt müssen wir nur einmal hoch machen und die, das, die Dings wieder reinmachen. Rein theoretisch die Abdeckung, aber die machen wir noch nicht drauf, Leute. Hm. Ne, die Abdeckung lassen wir noch runter. Nur die Schläuche oben noch dran eben und dann können wir testen. Okay. Ja, offen. Auto hoch. Oh, das ist übel dunkel hier unten. Das tut mir übelst leid, Leute. Aber die Schläuche sind dran. Ne, Björn? Sind dran. Ja, ach, ich weiß, warum es so dunkel ist. Moment mal. Björn macht gerade runter. Ihr seht, Verschlauchung ist wieder dran, alles. Björn, mach runter. Warum machst du so schnell runter? Ich konnte nicht so schnell reden. Oh, ja, jetzt springt der Björn eben rein. Ja, reicht, glaube ich. Oder bist du alt? Ja, ist alt, stimmt. Ja, alte Männerhöhe. Oh, das ist Abschlosser. Hä? Abschlosser. Ja, ist der abgeschlossen? Ja. Nein. Nie. Was? Ja, die Steuergeräte gehen an. Wieso war der abgeschlossen? Hm? Normalerweise schließt er nie. Vielleicht hat er selber abgeschlossen. Das ist jetzt aber eng hier, ne? Ja, aber ihr macht aber auch meine Tür kaputt, ne? Ja, oh, oh, schon wieder. Wo? Ganz unten. Ganz unten an den Pin kommst du gegen. Scheiße. Ja, streng dich mal ein bisschen an. So, wollen wir mal gucken, ob das. Wir gehen erstmal in Deckung. Moment. Bevor irgendwas ist. Okay. Ja. Scheint gut zu laufen. Immer positiv mit eurer Arbeit umgehen. Immer positiv mit der Arbeit umgehen. So. Lass ihr den 1-2 Minuten laufen. Und dann gucken wir, ob das unten vielleicht wieder raus ist. Also es sieht auf jeden Fall gut aus. Ich sehe nichts. Das ist vorher halt rausgelaufen, Leute. Ne? Also für mich sieht das ziemlich gut aus. Hast du irgendwelche Warnlampen, Björn? Was? Keine? Nein, keine. Okay. Kannst du ausmachen. Nochmal. Gewitter? Gewitter? Wo? Düsseldorf, bei Neuss. Neuss, Neuss. Nee, keine Warnlampen? Nein, nix. Ja, ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Reparatur, oder? Ja. Sagst du? Ja. Ja. Ja gut, du fährst heute Abend damit nach Hause. Ja, guck ich mal. Und dann können wir morgen noch, wenn wir hier sind, nochmal auf die Bühne und nochmal gucken. Ja. Ne, aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Also da ich hab, ist unten nichts. Das ist ja vorher quasi rausgelaufen. Ja, tatsächlich. Also, jetzt würde ich gleich noch Ölstand kontrollieren eben. Also erstmal lasse ich dich jetzt runter. Dann tun wir Ölstand kontrollieren und dann sollte es eigentlich auch durch sein. Ich lasse die Abdeckung noch ab, weil ich dann eben Motorwäsche mache. Ja. Und dann, das könnte ich auch eben morgen machen. Und dann sieht man auch, ob irgendwo noch was drunter läuft. Jawohl. Oder heute sogar noch, weil dann kann ich das bis morgen sehen. Hm, gute Idee. Dann machst du das da. Ja. Gucken, ob wir noch hier nur Öl dran. Oh, das sieht aber saftig aus. Ob wir noch Öl drin haben. Naja, das war. Ich habe schon nachgeguckt. Es war auf jeden Fall weniger. Ich bin ja nicht von gestern, ne? Bestimmt nicht. Nee. Also, ihr könnt ja auch mal was kurz dazu sagen, bevor ihr jetzt Björn guckt. Und? Ja. Minimum, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, nur da oben ist er voll. Ja, das ist nur vom Palstab, wenn du den falsch reindrehst, das ist normal. Was sagt ihr eigentlich dazu? Ich habe die Kamera ein bisschen umgestellt, dass er mit dem Fokus ein bisschen geiler funktioniert. Und jetzt auch Gegenlicht, guck mal, Gegenlicht funktioniert jetzt auch. Ah, beim Filmen war das besser, schon, ne? Schon angenehmer zu filmen. Ja, weil er wirklich jetzt nur noch, also fokussiert nur noch halt in der Mitte. Wenn ich jetzt meine Hand hier in die Mitte halte, sollte er es fokussieren, genau. Aber wenn jetzt Björn an der Seite ist, eigentlich nicht. Außer er kommt in die Mitte, genau. Ziemlich gut, also, gefällt mir. Und man kann es halt ein bisschen forcen, so, ne? Dass das fokussiert. Aber anderes Thema. Müssen wir Öl nachgeben. Mach mal, ne? Öl drauf. Mach mal Öl drauf, ja? Ja. Hallo und herzlich willkommen. Das ist mein neues Kfz. Nein. Ja, wie ihr seht, haben wir alles wieder reingefahren. Im Moment ist ein bisschen viel, Leute. Ja? Also wer immer noch Interesse hat an dem, der steht übrigens immer noch zu Verkauf. Das ist echt ein bisschen hin und her. Und ja, es ist voll nervig. Ich glaub, wir brauchen schon, glaube ich, 20 Minuten, halbe Stunde, um alles hin und her zu fahren. Und also länger. Der ist der nächste, da haben wir auch noch ein Video von. Aber das werdet ihr dann erfahren. Fünfer steht jetzt draußen.
könnt ihr, glaube ich, nicht erkennen. Doch, da hinten. Da ganz hinten steht er. Ja, ich würde jetzt nach Hause fahren damit. Und werde mal gucken, ob das Ganze fertig ist, was wir gemacht haben. Also sprich, ob alles, was wir jetzt gemacht haben mit dem Simmerring und so weiter und das mit dem Wasserleck zu finden, ob das alles safe ist. Denn, wie gesagt, ich fahre jetzt damit nach Hause und es regnet ein wenig. Somit werden wir auch sehen, ob das mit dem Dach funktioniert hat, was wir beim letzten Video gefixt haben. Und jetzt den Wellendichtring sehe ich ja natürlich auch erst, wenn ich gefahren bin. Korrekt, Björn? Korrekt. Ergo, ja. Werden wir uns jetzt nach Hause begeben? Ja. Feierabend, ist spät genug. Björn ist richtig lang hier heute. Ist das für den schon mitten in der Nacht? Ja gut, aber ich habe auch morgen frei. Ja gut, okay, das stimmt. Wir haben Freitag übrigens, für die, die es wissen wollen. Ja, und sagen wir tschö. Ne? Haut rein. Nicht vergessen, kommentieren, liken. Und abonnieren. Macht es gut. Ganz gut. Ganz gut. Was habe ich... Nur weil du mich aus dem Konzept gebracht hast mit deinem Idiot. Tschüssikowski. Haut rein. Hör auf zu lachen, Mensch. Das ist nicht witzig. Tschüss, hab euch lieb. Küsschen.